Ich weiß gar nicht, ob ich guten Morgen oder guten Abend sagen soll, weil wir haben 20 Minuten vor 19 Uhr. Ich habe gerade einen halbstündigen Mittagsschlaf gemacht. Wenn ich nicht auf die Uhr geguckt hätte, hätte ich gedacht, ich habe 2 Stunden geschlafen. Aber ich mache ja normalerweise nie Mittagsschlaf, Leute. Ich bin krank geworden. Es ist soweit. Ich habe mich von meinem Vater angesteckt. Mir geht's so schlecht. Das ist unglaublich. Überall liegen Tabletten. Wie so Altenheim. Hier Tabletten, hier Nasenspray. Da hinten, was ist das? Können wir tun? Ich weiß irgendwie gerade selbst nicht, was in den Mund, was in die Nase. Einfach noch Gefühl. Ich kann mich irgendwie gar nicht daran erinnern, ob es gestern Abend oder heute Morgen angefangen hat. Bin aufgewacht und hatte also von morgen bis jetzt unglaubliche Kopfschmerzen. Schnupfen. Ich habe ein Kloß im Hals. Ich habe gar keine Kraft. Und noch dazu habe ich meine Menstruation. Also wirklich, ich bin nie krank. Vielleicht einmal in ein paar Jahren. Du kannst mir ins Gesicht husten. Du kannst mir Keime injizieren. So mit Corona-Infizierten in einem Zimmer schlafen. So, ich werde nicht krank. Und ich habe halt auch so ein starkes Immunsystem, dass wenn ich mal krank bin, ich nicht lange krank bin. Oder es bei mir so leicht verläuft. Wenn dann halt stark, dann nicht so lange. Aber dann so von so Kleinigkeiten, ne? Bei meinem Vater ist ja nicht mal so eine richtige Erkältung, sondern es geht bei ihm so zu Ende. Es ist halt noch so ein bisschen da, was ihn auch so ausnockt. Habe ich mich angesteckt. Obwohl bei ihm weiß man jetzt auch nicht, ob es vorbeigeht oder sich wieder aufbaut, weil heute liegt er auch platt und ich bin auch platt. Ich wurde einfach schlafen gelegt. Hauptsache, ich wollte ja heute feiern gehen. Ist ja auf jeden Fall was draus geworden. Aber morgen, übermorgen geht es dann auch nicht wahrscheinlich dann. Nächstes Wochenende, ich denke, ich müsste da wieder gesund sein und ich hoffe, ich werde bis März jetzt noch gesund auf jeden Fall. Das ist zu. Ich habe auch noch gestern so ein Video gesehen, wo eine gesagt hat, also es war so ein Slideshow. Meine Stimme, wenn ich einen Jungen sehe. Meine Stimme, wenn ich ein Geschenk bekomme oder so. Und meine Stimme, wenn ich erkältet bin. Dass sie praktisch ihre Stimme halt gefällt, wenn sie erkältet ist. Ja, jetzt habe ich das auch bekommen, aber meine Stimme ist noch beim Alten, glaube ich. Nur, dass ich ein bisschen in die Nase spreche. Vielleicht kommt es ja noch, dass ich mir selbst gefalle. Meine Mutter hat mir schon draußen, dann hat sie mir erzählt, dass sie an meinem Fahrlehrer vorbeigegangen sind. Ich bin so froh, dass ich nicht mitgekommen bin, weil ich war schon kurz davor zu gehen, aber dann hatte ich doch keine Kraft. Also ich wäre nicht gegangen, aber ich war schon dabei zu gehen. Wir wären hier zusammen gegangen und ich hätte einfach Lachflash bekommen, hätte über 6 Dimensionen gelacht. Und danach hätte ich mich wahrscheinlich in Luft aufgelöst. Vor allem nach den jüngsten Ereignissen weiß ich nicht mehr, wie ich das verarbeiten soll. Jetzt tschüss. Tschüss, viel Spaß. Ich musste wieder Push-Off schnappen. Mir geht es immer noch nicht so gut. Das mit den Halsschmerzen ist ein bisschen besser geworden, aber ich huste immer noch. Ich habe immer noch Schnupfen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, jetzt auch noch Zahn- und Beinschmerzen. Und was mir auch zugestoßen ist, dass ich jetzt halt voll wenig höre. Ich bin mit meiner Mutter rausgegangen, sie hat angefangen, mir irgendwas zu erzählen. Und ich habe die Hälfte nicht verstanden. Ich habe nicht gecheckt, ob sie so leise redet oder ob das an mir liegt. Also ich höre jetzt einfach. Also ist ja wahrscheinlich dann normal, wenn man erkältet ist, dass dann die Ohren auch zuschlagen. Ich bin jetzt einfach irgendwie komplett Ganzkörper beeinträchtigt. Ja, meine Schwester ist ja vorhin auf ein Date gegangen. Die holen jetzt Valentinstag nach, weil sie war ja mit meiner Mutter in Russland und der war, glaube ich, auch irgendwie weg oder so. Und jetzt. Nein, Scherz. Die hat ihm da so eine fette Box gemacht als Geschenk. Diese Hauptsache, wir haben beide diese Boxen gekauft. Sie für die. Sie für ihren Date und ich für meinen. Und dann haben wir die gefühlt gleich in die Kuh. Bloß, dass ich halt die Herzchenschleife nicht benutzen konnte. Und Herzchensticker. Ja. Sonst wäre es zu cringe gewesen. Ich finde es süß, dass sie sich ein bisschen ablenken kann. Die hat gerade auch viel Stress, weil irgendjemand, ich weiß nicht wer, ist mir gerade eingefallen, ich glaube, das war meine Freundin. Oder irgendjemand hat gesagt, ja, ah ja, genau. Ich habe mich ja mit meiner Freundin, wie gesagt, getroffen am Samstag. Und dann haben wir halt so drüber geredet. Und dann hat sie gesagt, ja, bist du nicht irgendwie traurig drüber? Ich weiß nicht, wie sie es formuliert hat, traurig oder stört es sich das nicht? Aber ich dachte, warum sollte mich das stören? Also traurig vielleicht nur in dem Sinne, dass man halt dann so in der Hinsicht älter wird. Aber nicht, weil ich irgendwie eifersüchtig bin oder so, weil ich habe ja auch meine Treffen und bin aber nur nicht so motiviert wie sie.
Dieser Dennis, Mohammeds Neffe, der hat mir jetzt schon zum dritten Mal geschrieben. Ich habe ihn das erste Mal vor 4 Tagen ignoriert, als er gesagt hat, ja, was machst du? Ich so, ja, frühstücken, also ja, guten Appetit. Und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr, dachte so, das ist so der perfekte Zeitpunkt, einfach das Ganze zu beenden. Dann hat er mir am nächsten Tag geschrieben, hallo, guten Morgen. Dann habe ich wieder nichts geantwortet. Und dann nach 2 Tagen, also gestern Abend, am Freitag, schreibt er mir so, hallo Sophia, Hauptsache er schreibt mich noch falsch, hallo Sophia, wie geht's dir, was machst du, es ist ja Freitag, was hast du an diesem wunderschönen Tag vor, was sind deine Hobbys, was machst du so gerne in deiner Freizeit, also das hat mich so ein, wirklich, ich hatte noch weniger Bock, als ich schon davor hatte. Das hast du nicht, siehst du, das ist schwarz? Ja, das ist dein Pickel. Also dein Muttermal. Oh, schon fleißig an denen gerochen. Meine Nase ist zwar zu, aber man riecht es trotzdem überall. Und es ist einfach so ein guter Duft. Ich kann mich irgendwie gar nicht an meine Erkältungsgeschichte erinnern. Ich meine, gestern Abend ist es besser geworden. Oder ich dachte, dass es besser geworden ist. Und heute Morgen bin ich auch gewacht. Ich dachte nochmal von neu. Und zwar hoch 6. Also wirklich, ich habe kaum mehr atmen können. Das war wie vor 2 Jahren, als ich diese Grippe hatte. Wo ich jetzt, denke ich mal, keine habe. Weil es ist jetzt nicht, ja, so krass. Ich kann ja noch reden und es ist nicht komplett alles belegt. Und ich hatte gar keinen Appetit. Es war so wie, als wäre mein ganzer Hals voll. Ich habe nur ein bisschen was gegessen und dann bis 4 oder so nichts. Am Abend haben wir uns alle, also mein Vater ist ja auch ein bisschen noch erkältet, so Eier gekocht, um uns sie an die Nase anzulegen. Das ist halt so eine russische Wiederheilungsmethode. Da habe ich irgendwie seit meiner Kindheit so gemacht. Die isst man dann, also danach, ne, wegschmeißen, warum sollte man es, ne, nur wenn man es in die Nase gelegt hat. Und mein Vater gerade so, weil meine Mutter hat vorher Eier gekocht und er hat sich das nicht gemacht. So, ich habe es gemacht. Und er so, ja, denkst du, man kann das so in der Mikrowelle aufwärmen und dann in die Nase legen? Gut, dass ich da noch im Zimmer gewesen bin. Da wäre ich nicht rausgegangen, wäre jetzt ein Unfall passiert. Eigentlich ist mein Vater eine Physikmaus und nicht ich. Aber der weiß wohl nicht, dass wenn man ein gekochtes Ei in der Mikrowelle aufwärmt und es dann danach aufmacht, dass es halt so platzt und in alle Richtungen fliegt. Das habe ich auch nur aus einem Video erfahren, wo eine das so gemacht hat und dann war das ganze Zimmer voller Ei. Und dann hatte ich vorher so einen krassen Lachflash. Ich weiß nicht, wann ich das immer so einen Lachflash hatte. Ich hatte halt so ein Video hochgeladen. Im Video war halt so, dass ich, kann ich es aber zeigen? So, das ist mein Lippenöl, was meine Schwester mir geschenkt hat. Ich weiß nicht. Geburtstag, russisches Weihnachten, ich weiß nicht mehr. Ich habe ihr dann auch das gleiche in rosa geschenkt. Und ich habe halt so ein Video gemacht, es ging nicht mehr um den Lippenstift, sondern man hat einfach gesehen, wie ich mir die Lippen und dann hat eine gewisse Person kommentiert, was ist das für ein Zigarettenlippenstift? Ich wusste ja, dass ich in dem Video einen Lippenstift benutzt habe. Dann gehe ich auf die Sequenz, wo ich den Lippenstift benutzt hatte. Wirklich, ich lag platt. Nie im Leben hätte ich, wenn ich mir das jetzt so aufgetragen hätte, gedacht, das ist eine Zigarette. Aber jetzt, wo ich das so anschaue, sieht